Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Instagram-Fam. Willkommen bei Monday Morning Coffee Talk. Boom! Eine neue Woche, in der wir mit viel Power und Energie starten. Und dieses Mal geht es um FU, read between the lines, FU Overwhelm. Willkommen bei Monday Morning Coffee Talk. Das hier ist dein persönlicher und wöchentlicher Wake-up-Call für mehr Energie, für ein Bulletproof Mindset und vor allem für ein Leben, das dich selbst fasziniert. Also, schnapp dir deinen Kaffee und let's go. Und Kaffee ist schon sehr, sehr nice. Overwhelm ist das Gefühl, dass wir das Gefühl haben, oh, wir sind überfordert, wir sind gestresst, wir sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, wir wissen nicht, wie es weitergehen soll. Es ist ein Gefühl, was uns überkommt und uns komplett lähmt. Und dieses Gefühl wollen wir ausradieren, zumindest wollen wir versuchen, mit dem Chunking, wenn ich euch die Methode erkläre, einiges davon auszuradieren und dafür zu sorgen, dass wir mit viel Energie und Stärke und Klarheit in jede Woche gehen können, weil wir einen konkreten Plan haben, der uns motiviert, der uns nach vorne bringt, statt uns auszubremsen. Good morning, Leute. Willkommen bei Monday Morning Coffee Talk. Schön, dass ihr wieder hier seid. Wie immer um 8 Uhr morgens. Das ist unser kleines Movement, um uns daran zu erinnern, dass wir selbst in der Lage sind, darüber zu entscheiden, wie wir in jede Woche gehen. Es ist ja nicht der Monday Morning Coffee Talk an sich, der uns hilft, anders in die Woche zu starten, sondern es ist die Entscheidung, anders in die Woche zu starten. Und dann überlegen wir uns, okay, vielleicht gucke ich mir den Monday Morning Coffee Talk an. Einige sagen sich, ich mache erstmal einen Spaziergang und höre mir einen Podcast an. Andere gehen erstmal zum Training. Andere wiederum meditieren vielleicht erstmal. Oder machen sich ein leckeres Frühstück und genießen den Kaffee und sind im Hier und Jetzt. Aber es ist vor allem erstmal eine Entscheidung, in diese neue Woche zu gehen. Und zwar mit viel Fokus und Klarheit und innerer Ruhe und Stärke. Mit Stärke. Okay, gut. Alright, willkommen. Leute, Overwhelm, okay? Wie können wir Overwhelm, also das Gefühl von Überforderung, überwinden? Und ich denke, das Chunking ist ein sehr simples Prinzip, was ich euch gleich erklären will. Und es hilft euch einfach, den Stress zur Seite zu legen. Es hilft euch, aus vielen Aufgaben weniger Aufgaben zu machen. Lass mich das mal ganz kurz erklären. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es den meisten so geht, dass sie in die Woche starten und sie haben vielleicht gefühlte 1000 Aufgaben vor sich. Ja? Also entweder seid ihr vielleicht angestellt oder habt euer eigenes Ding, euer eigenes Unternehmen oder studiert vielleicht noch. I don't know. Aber ihr habt vielleicht gefühlte 1000 Aufgaben vor euch. Ihr müsst unter anderem neben dem Job natürlich alle Aufgaben, die im Job anfallen, wie zum Beispiel E-Mails schreiben, das Meeting machen und vorbereiten, die Präsentation entwickeln, die Kunden anrufen und irgendwelche Projekte weiter ausarbeiten und delegieren. Daneben müsst ihr noch natürlich oder wollt ihr natürlich noch den Haushalt sauber halten, den Urlaub planen, zum Sport gehen, den Einkauf machen, Freunde treffen, ins Kino gehen, den neuen Film nicht verpassen, die neue Netflix-Serie sehen. Dann wollt ihr vielleicht anfangen zu meditieren. Es gibt so viele Dinge, die wir im Laufe einer Woche machen wollen, dass es sehr überwältigend sein kann, wenn man einfach nur in To-Dos denkt. Wenn wir einfach nur in To-Dos denken, das muss ich machen, das muss ich machen, das muss ich machen. Und die meisten Menschen denken, oder das Gehirn denkt eigentlich folgendermaßen. Stellt euch mal vor, ihr habt eine Handvoll Tabletten in der Hand. Ne, eine Handvoll weißer Tabletten. Stellt euch das mal einfach jetzt vor. Ihr guckt auf die Hand, da liegt eine Tablette. Wie schnell ist euer Gehirn oder wie gut ist euer Gehirn darin, eine Tablette zu identifizieren? Super schnell. Wie schnell erkennt ihr, dass zwei Tabletten oder drei Tabletten in eurer Hand liegen? Super schnell. Ihr seht drei, ihr erkennt drei. Wie schnell erkennt ihr, dass 13 Tabletten in eurer Hand liegen? Nicht so schnell. Und ich würde sagen, dass wir das Bild auch sehr schlecht erkennen. Das heißt, wir müssen wirklich dann bei 13 Tabletten müssten wir schon nachzählen. 1, 2, 3, 4 oder einige gruppieren das. 2, 4, 6, 8. Ja? Das heißt, das Gehirn denkt meistens so. 1, 2, 3, viel. Oder 1, 2, 3, 4, viel. Ab 3, 4 oder 5 wird es schon sehr fuzzy für die meisten. Und genauso nach dem Prinzip
fühlen wir uns überwältigt, wenn wir in einen Tag starten oder in die Woche gehen und wir haben nicht drei große Aufgaben vor uns, sondern wir haben 13. Das verwirrt uns. Es ist einfach zu viel Information, was das Gehirn so nicht verarbeiten kann. Das führt zu Stress. Stress reduziert wieder unsere Entscheidungsfreudigkeit. Es reduziert unsere Kreativität. Und dementsprechend fördert das wieder das Gefühl, überwältigt zu sein. Und das wiederum stärkt die allgemeine Situation, dass wir nicht vorankommen. Und das Chunking setzt dem so ein bisschen ein Ende. Das heißt, Ziel beim Chunking ist es, wir können ja mal kurz erklären, was ist Chunking überhaupt. Stell dich mal vor, eine Reihe an Informationsfetzen, ja, zum Beispiel 20 Informationsfetzen. Das kann jetzt alles sein. Ja, zum Beispiel, machen wir es ganz simpel, Banane, Apfel, Tastatur, ein Mikrofon, dann nehmen wir noch eine Kiwi dazu und ein Kabel. So, das sind jetzt vielleicht 6 Informationsfetzen, oder? Einzelne Informationen. Okay. Indem ich jetzt überlege, welche Sachen gehören denn zusammen zu einer größeren Kategorie, zu einem größeren Nenner, gruppiere ich diese Informationen zu etwas Größerem. Zum Beispiel, jetzt habe ich gesagt, Apfel, Banane und Kiwi wäre Kategorie Obst, richtig? Das ist Chunking. Kabel, Tastatur und was war das andere? Weiß ich nicht mehr. Irgendwas mit Computern. Könnte die Kategorie Technik sein, könnte die Kategorie Arbeit sein, könnte die Kategorie Arbeitsplatz sein. Ihr seht, es geht darum, eine Reihe an Informationen einer größeren Idee zuzuordnen und damit mehr Überblick oder eine größere Übersicht zu schaffen. Das ist das Chunking. Das funktioniert auch andersrum. Wir können auch eine größere Aufgabe nehmen, zum Beispiel das Thema Obst. Das ist eine eigene Kategorie unter Lebensmittel. Jetzt kann ich sagen, hey, erzähl mir was über Obst und du könntest mir erstmal anfangen, alle Obstsorten zu erklären. Und selbst im Obst selbst, zum Beispiel wenn du sagst Apfel, Banane, Kiwi, könntest du in die Äpfel reinzoomen und sagen, okay, es gibt verschiedene Äpfel. Es gibt Braeburn, Pink Lady, keine Ahnung, ich bin kein Obstfachmann, deswegen weiß ich auch keine weiteren mehr. Okay, so. Und selbst in diesen Apfelsorten könntest du wieder reinzoomen und sagen, okay, wann werden Äpfel, du könntest eine Geschichte erzählen, wann oder auch so ein bisschen herleiten, wann werden Äpfel geerntet? Welchen Vorteil bieten Äpfel für die Ernährung? Aus welchen molekularen Bestandteilen ist ein Apfel gemacht? Und so weiter und so fort. Das ist das Chunking. Also Informationen in größere oder kleinere Gruppierungen aufzuteilen, sodass wir einen Überblick behalten. So, wenn wir das verstanden haben, ist jetzt die Frage, wie kann uns das helfen, innerhalb einer Woche effektiver durch die Woche zu gehen und nicht nur effektiver im Sinne von, ich bin Roboter und ich arbeite alle meine To-Dos einfach nur ab, sondern effektiver im Sinne von, hey, ich gehe mit viel, viel mehr Klarheit in die Woche rein, statt irgendwie zu sagen, ich habe das zu tun, ich muss die Wäsche waschen, ich muss einkaufen gehen, ich muss zum Sport gehen, dann wollte ich noch den Kumpel oder die Freundin treffen, ich wollte noch ins Kino gehen, ich wollte irgendwie noch meine Arbeit voranbringen, ich wollte mein Projekt aufnehmen, ich wollte es hosten, ich wollte meine Website-URL sichern, meine E-Mail schreiben, ich wollte 3 Kunden anschreiben und. Das sind natürlich Aufgaben, auf die wir keinen Bock haben, weil es ist nur Aufgaben fokussiert. Wir fokussieren uns in dem Moment nur auf die Aufgabe selbst. Und es motiviert uns kein bisschen zu sagen, ja, das würde ich jetzt gerne machen, weil es macht mir Spaß. Macht es Spaß, To-Dos abzufertigen? Sie abzuhaken macht Spaß. Ein kleiner Dopamin-Kick hier am Rand. Aber in To-Dos zu denken, macht nicht wirklich Spaß. Also wie können wir stattdessen denken? Kleine Aufgabe an euch. Schreibt euch mal alle Aufgaben auf. Alle Ideen. Alle Dinge, die ihr verändern wollt, alle Dinge, die ihr voranbringen wollt, alle Dinge, die ihr machen müsst, schreibt euch mal alles auf einem oder zwei oder drei DIN A4 Blättern auf. Einfach kreuz und quer. Schreibt euch alles auf, was euch einfällt. Dinge, die ihr jede Woche oder jeden Monat machen wollt, machen müsst, machen könnt. Okay, sehen dann einige vielleicht so aus. Oh, okay, zum Beispiel, angenommen, man ist angestellt. Ja, okay, von 9 bis 18 Uhr bin ich auf Arbeit. Alright, cool. So, jetzt kannst du in der Arbeit überlegen, was möchtest du in der Arbeit machen. In der Arbeit möchte man vielleicht gewisse Dinge lernen, den Kontakt zu jemandem aufbauen. Möchte man sich vielleicht eine neue Fähigkeit aneignen. Vielleicht gibt es ein großes Projekt, an dem man gerade sitzt. Ne? Und wenn du selbstständig bist, denkst du nur in den Dingen, die du machen musst für deine Selbstständigkeit. Vielleicht ist es so etwas wie, ich muss die Website aufbauen, ich muss meine Instagram-Follower erhöhen, ich muss mir ein Mikrofon kaufen, ich will mir einen Rechner, einen PC, einen MacBook kaufen, ich
möchte lernen, wie man eine Präsentation gestaltet. Dann, ich würde gerne öfter zum Sport gehen. Ich würde gerne 5 Kilo abnehmen bis Ende 2021. Ich würde gerne mit jemandem gemeinsam zum Sport gehen. Dann könnte man so Dinge aufschreiben wie, einfach nur um ein paar Beispiele zu bringen, ne? Ich will mich bewerben für einen Master. Ich will öfter einkaufen und selbst kochen. Ich möchte meine Wohnung stilvoll einrichten. Ich möchte ein neues Bett. Ich möchte, was auch immer, einen Staubsauger kaufen. Ich habe jetzt ein paar sehr schlechte Beispiele gebracht teilweise, aber um euch zu vermitteln, wie so eine Liste aussehen kann. Ganz simpel, indem man sich einfach klar wird und aufschreibt, welche Aufgaben gibt es überhaupt. So, jetzt wo wir alle Aufgaben haben, angenommen es sind 10, 20, 30, 50, 100 Aufgaben, wenn ihr ein sehr überfordertes Gefühl habt, sind es vielleicht 100 Aufgaben, die ihr auf diesem Blatt Papier notiert. Jetzt könnt ihr in diese Aufgaben reinzoomen und überlegen, welche Aufgaben lassen sich zu einem größeren, ne, zum größeren Nenner, zu einer größeren Kategorie zusammenfassen. Zum Beispiel sich neue Running Shoes kaufen, zum Sport gehen und Freunde treffen dabei und den Ernährungsplan umstellen und Elastic Bands kaufen, gehört alles vielleicht zu der Kategorie, ich würde gerne bis Ende 2021 5 Kilogramm abnehmen oder einfach eine Sportroutine integrieren, um einen gesunden Lifestyle zu führen. Das wäre vielleicht eine Kategorie. Ne? Man kann sie auch so benennen. Und witzigerweise, um mal kurz davon zu sprechen, wieso sollten wir diese Kategorien auch ganz konkret und emotional benennen und nicht einfach nur eine Kategorie drüber schreiben? Also wieso sollten wir nicht drüber schreiben Sport oder Gesundheit? Weil das Wort Sport oder Gesundheit erzeugt bei euch keine emotionale Reaktion, keinen besonderen Zustand. Wenn ich sage, hey, Sport, wirst du nicht denken, oh mein Gott, yes, oder? Wenn ich sage Gesundheit, denkst du nicht, sexy, Gesundheit. Und wenn ich aber sage, wenn du dir jetzt vorstellst, etwas, was für dich wichtig ist und dir vielleicht sogar ein bisschen in die Vision reingehst und dir überlegst, okay, Ende 2021 bin ich an einem Punkt, wo ich dreimal, viermal die Woche zum Sport gehe mit meinen Freunden und ich bin in Shape, wenn ich in den Spiegel gucke, dann sehe ich jemanden, eine Person, die mir gefällt. Ich fühle mich wohl in meinem Körper und wenn ihr das fühlt, wie würdet ihr dieses Ziel, dieses Outcome benennen? Das ist der Unterschied zwischen Ziel und Outcome. Ein Ziel ist meistens eine Idee, im besten Fall eine Idee mit einer Deadline. Ziel könnte zum Beispiel sein, ich würde gerne abnehmen. Das ist so das Ziel für die meisten. Ich muss mehr Sport machen. Das wird ja meistens auch noch so formuliert. Ich muss mehr Sport machen. Das ist meistens ein Ziel, ist aber kein klares Ziel. Ein Ziel wäre zum Beispiel zu sagen, ich will 5 Kilogramm bis Ende 2021 abnehmen. Das ist eine Idee mit einer Deadline und ganz konkret formuliert. Was ist ein Outcome? Ein Outcome davon ist, ich fühle mich wohl in meinem Körper. Ja, ich bin ein Warrior, ich bin ein Athlet, keine Ahnung, wie man das für sich formulieren will. Ich gucke in den Spiegel und ich sehe jemanden, den ich liebe. Das ist ein Outcome. Das ist der Unterschied zwischen Ziel und Outcome. Deswegen, wir können sogar diese Kategorien in Outcomes oder in Ergebnissen formulieren. So, wenn wir das machen, haben wir jetzt vielleicht statt 100 oder gefühlten 1000 Aufgaben, haben wir vielleicht 3 oder 4 oder 5 Kategorien. Mit den Kategorien meine ich ganz konkrete Outcomes, die wir jetzt ganz einfach im Kopf sortieren können. Vielleicht sind so 3 Outcomes, in die beste körperliche Verfassung meines Lebens zu kommen, weil ich mich einfach wohlfühlen will in meinem Körper und weil ich viel Stärke im Alltag haben möchte. Vielleicht ist das ein Outcome. Nummer 2 wäre vielleicht so etwas wie, angenommen man ist selbstständig, ich muss jetzt ein bisschen kreativ werden. Ich möchte mit meinem Movement 20 verschiedenen Unternehmen dabei helfen, mehr Energie oder mehr Klarheit, mehr Struktur in ihren Unternehmen, in ihre Arbeitsprozesse zu bringen und damit dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiter nicht nur weniger Stress empfinden, sondern, keine Ahnung, mehr Freude am Arbeiten. Das ist zum Beispiel auch ein Outcome. Das kann man natürlich ein bisschen kürzer formulieren. Outcome 3 ist vielleicht was ganz anderes. Outcome 3 ist vielleicht so etwas wie, ich würde gern in meiner Wohnung das Gefühl haben, ich stecke in einem Design Award fest. Ja? Das war ein bisschen negativ formuliert. Meine Wohnung ist mein Designparadies. Alright? Das könnte auch ein Outcome sein. Also nicht, ich muss Möbel kaufen, ich muss eine Couch kaufen, ich muss eine Decke kaufen, ich muss Lampen installieren, sondern Outcome, ich fühle mich in meiner Wohnung so, als wäre ich in einem voll designten, stilorientierten Building. I don't know, in einer Oase. Eine Oase des Designs. Wenn ich jetzt diese 3 Outcomes habe,
Was mache ich jetzt damit? Was mache ich mit diesen Gruppierungen? Statt sie einfach im Kopf zu tragen, was, ne, if you're in your head, you're dead. Wenn sie im Kopf sind, sind sie nur eine Idee. Wenn du denen eine Deadline geben würdest, wären sie ein ganz konkretes Ziel. Und die Frage ist, wie können wir daran regelmäßig arbeiten? Denn am Ende, repetition is the mother of all skill, Tony Robbins. Wie können wir an den Dingen arbeiten, um jede Woche ein Stück voranzukommen? Die meisten Dinge, die wir machen, sind ja nicht so, dass wir sie von heute auf morgen umsetzen können. Die Wohnung einrichten ist nicht von heute auf morgen gemacht. In eine gute Verfassung zu kommen, körperlich oder psychisch oder physisch oder wie auch immer, ist nicht von heute auf morgen gemacht. Es erfordert meistens Routinen. Es erfordert meistens, dass wir regelmäßig daran arbeiten. So, wie können wir regelmäßig daran arbeiten? Für die meisten Menschen, mit denen ich zu tun habe, ob es Freunde sind oder ganz direkte Kunden, Businesskunden, private Kunden, One-on-One-Coaches. Für die meisten gilt, dass sie keinen konkreten Plan in der Woche haben. Die Woche hat keinen Plan. Es gibt Termine, wie Zahnarzttermine oder feste Arbeitszeiten, aber das war's, that's it. Geburtstage stehen vielleicht in dem Kalender drin. Zwangsläufig muss man auch gar keinen Kalender benutzen. Es geht darum, ein konkretes Bild davon zu schaffen, wie sieht meine ideale Woche für mich aus? Und nicht nur eine Woche zu kreieren, die mir das Gefühl gibt, oh mein Gott, ich habe so viel zu tun, ich habe gar keine Lust, sondern eine Woche zu kreieren, die mir so strukturiert vorkommt und so motiviert vorkommt, dass ich weiß, in dieser Woche, wenn ich raufschaue, sehe ich schon, ich arbeite an den Dingen, die mir wichtig sind, um sie voranzubringen. So, wie macht man das konkret? Wenn ihr euch, und ich muss das leider ganz grob machen, weil in meinem Workshop zum Beispiel brauche ich bestimmt für diese Passage anderthalb, zwei Stunden, um es mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen durchzugehen. Aber der grundsätzliche Gedanke ist folgender. Ihr schreibt euch alle Aufgaben auf, ihr gruppiert diese Aufgaben nach Kategorien, nach Outcomes, Dinge, die euch motiviert vorkommen, wenn ihr sie lest. Ne? Statt irgendwelche Kategorien zu benennen, ganz konkrete Dinge benennen, die euch motivieren, Sätze, die euch motivieren, die euch emotional werden lassen. Alright. Jetzt überlegt ihr euch, anhand dieser Aufgaben, die da drin anfallen, wie viel Zeit braucht man dafür? Wie viel Zeit bräuchte man für die einzelnen Aufgaben und dann insgesamt für das ganze Paket, also für den Chunk, deswegen auch Chunking. Ja? Wie viel Zeit braucht man dafür und wie oft müsste diese Zeit vorkommen? Ist diese Zeit einmalig? Passiert es einmal, ein einziges Mal? Zum Beispiel eine Couch kaufe ich einmal, nicht regelmäßig. Aber zum Sport muss ich regelmäßig. Oder zum Sport will ich regelmäßig, damit ich die Ergebnisse wirklich auch erreichen kann. Keiner von uns geht einmal am Wochenende 24 Stunden, 48 Stunden zum Sport und ist in best shape of his or her life, sondern idealerweise gehen wir zweimal, dreimal die Woche für den Rest unseres Lebens zum Sport und erreichen auf dem Weg diesen Zustand, den wir haben wollen. Alright? Also überlegt euch, dieser Chunk, wie viel Zeit erfordert das, wie viel Zeit erfordern die einzelnen Aufgaben, damit kann man anfangen und dann hat man insgesamt eine größere Idee davon, wie lange ein ganzer Chunk dauert. Zum Beispiel 3 Tage, 3 Monate oder 3x die Woche, a 90 Minuten, a 30 Minuten. Jetzt habt ihr ungefähr eine Zeitvorstellung. Jetzt nehmt ihr diese Chunks, diese Blöcke, ja, diese Blocks, und überlegt euch, wo könnt ihr diese Blocks innerhalb eurer Woche einsetzen. Also stellt euch ganz konkret vor, Block 1, Block 2, Block 3. Block 1 dauert 5 Stunden oder dauert ungefähr 3 Stunden die Woche. Block 2 dauert 30 Minuten die Woche und Block 3 ist vielleicht eine Sache, die kostet euch 2,5 Stunden die Woche. Wie könnt ihr diese Dinge in der Woche etablieren? Ich gebe euch mal ein Beispiel. Für mich ist Sport schon, also ne, mein Outcome, mich körperlich, energetisch in eine Verfassung zu bringen, in der ich mich wohlfühle, ist ein eigener Block. Okay? Dieser Block ist aufgeteilt, also das sind ein paar Stunden, die da zusammengerechnet werden, indem ich sage, okay, da gehe ich zum Sport, da muss ich mich ernähren und so weiter. Wie habe ich diesen Block aufgeteilt? Zum Beispiel auf Montag, Mittwoch und Freitag von 9 bis 10.30 Uhr bin ich beim Sport mit Andy und Andreas und Nick, ne, mit meinen Freunden. Ich habe da diesen Block sozusagen schon installiert. In jeden Montag, in jeden Mittwoch, in jeden Freitag. Und das steht nicht nur auf einem Blatt Papier, wo ich das mal geplant habe, sondern ich habe das sogar in meinen Kalender eingetragen. So, der Punkt, also solange wir nur eine Idee haben, ist es ein Wunsch. Wenn wir eine Idee haben und einen Zeitplan, also eine Deadline dranhängen, dann wird es schon konkret. Und wenn wir es in den Kalender eintragen, dann ist es etwas, was wirklich geplant wurde. Wenn wir dann noch uns committen, indem wir zum Beispiel andere Leute mit reinbringen, wenn wir jetzt unserem Kumpel, unserem Freund oder unserer Freundin sagen, hey, wollen wir das nicht zusammen machen, in dem Moment, wo wir uns committed haben, ist es eine Realität.
Also so schaffen wir, dass wir aus einer Idee eine konkrete Realität machen für uns. Das ist zum Beispiel so, wie wir einen Timeblock einsetzen können. Dann kann es ja sein, dass einige von euch sagen, hey, ich bin aber dann von 9 Uhr bis 18 Uhr auf Arbeit. Ich kann da gar nichts anderes machen. Alright, I get it. Kannst du innerhalb dieser Arbeitszeit vielleicht einen Block installieren? Kannst du vielleicht in deiner Mittagspause, statt eine Stunde einfach da zu sitzen und zu essen, was vollkommen legitim ist, kannst du vielleicht sagen, ich nutze 15 Minuten, um einen Spaziergang zu machen, um einen Podcast jeden Tag zu hören, um mich ins richtige Mindset zu bringen. So könnte man das installieren. Und diesen Time-Block, ja, diesen Zeit-Block, installierst du auf jeden Tag auf die gleiche Uhrzeit. Nicht, wenn es sich gerade richtig anfühlt, sondern kannst sagen, Bedingung ist, jedes Mal, wenn ich meine Mittagspause mache, beginne ich sie mit einem Spaziergang und mit einem 15 Minuten Podcast. Oder du sagst, jeden Tag von, keine Ahnung, 13.30 Uhr bis 14 Uhr mache ich diese Runde und höre meinen Podcast. So, plan it, trag es in eurem Kalender ein. Oder zumindest, wenn ihr keinen Kalender nutzt, plan es so, dass ihr wisst, es ist die Uhrzeit, ich muss es machen oder ich will es machen. Das Schlimmste, was man machen kann, ist, die Dinge einfach nur im Kopf vor sich hertragen und sie zu machen, wenn man darauf Bock hat. Niemand hat darauf Bock. Niemand denkt automatisch daran die ganze Zeit. Okay, was macht ihr mit einem anderen Block, mit einem dritten Block, der euch vielleicht 5 Stunden die Woche kostet? Jetzt könnt ihr euch überlegen, wollt ihr das auf jeden Abend verteilen? Wollt ihr sagen, montags bis sonntags oder montags bis freitags, jeweils eine Stunde abends von 18 bis 19 Uhr sitze ich dran? An meinem Side-Hustle, an meinem Projekt, an meinem Podcast, an meiner Fortbildung, an den Dingen, an den Skills, die ich lernen will, an meinem Auslandsjahr, das ich planen will, an meinem Masterstudium, an den Bewerbungen. Wollt ihr das jeden Tag für eine Stunde machen? Oder sagt ihr euch, nee, möchte ich nicht. Ich würde lieber mich am liebsten einmal Mittwochabend von 18 bis 20 Uhr hinsetzen und so habe ich 2 Stunden schon mal fertig oder da habe ich 2 Stunden Zeit daran zu arbeiten und am Samstag von 10 bis, keine Ahnung, 13 Uhr setze ich mich auch nochmal ran, nachdem ich morgens meinen Powerwalk gemacht habe, I don't know. Und da ist die Zeit, in der ich mich mit Block 3, mit dem Outcome 3 beschäftige. So, wenn ihr das jetzt so für euch organisiert, sagt mal ganz ehrlich, wenn man das so macht, wenn man diese Blöcke identifiziert und weiß, wie lange man dafür braucht, wenn man diese Zeitblöcke in die Woche integriert, einmalige Sachen fallen in einmalige Kategorien und Dinge, die wiederholt sind, sind Blöcke, die wir immer jede Woche wiederholen können. Das Coole ist, wir müssen ja gar nicht, wenn wir Blöcke installieren, kurze Klammer auf, Klammer zu, ja? Wenn wir Blöcke installieren, haben wir den Vorteil, wir müssen uns nicht überlegen, was muss ich jetzt machen? Was sollte ich jetzt machen? Jetzt ist 10 Uhr, was soll ich jetzt machen? Sondern, wenn wir in Blöcken denken und sagen, okay, mein erster Block am Montag ist zum Beispiel meine Gesundheit, mein Sport, meine Ernährung, das Gefühl, in die beste Verfassung meines Lebens zu kommen, dann könnt ihr jedes Mal in diesem Block überlegen, was ist jetzt die ideale Aufgabe, um dieses Outcome zu generieren. Das heißt, wir arbeiten ergebnis- und purpose-orientiert, statt einfach To-Do-Listen abzuarbeiten. So, dann habt ihr vielleicht den Arbeitsblock von, 10 bis 18 Uhr, 10 bis 19 Uhr. Angenommen, ihr seid selbstständig, statt euch zu sagen, heute habe ich 10 To-Dos, ihr könnt um 10 Uhr überlegen, alright, 10 bis 18 oder 19 Uhr ist meine Worktime. Welche Aufgaben sind aktuell diejenigen, die anfallen für diese Woche, um das Outcome für diese Woche zu erzeugen? So, ihr wisst, es ist euer Work- und Side-Hustle-Block von mir aus, am Abend, von 18 bis 20 Uhr. Dann, wenn der fix ist, jeden Mittwoch und jeden Samstag zum Beispiel, dann könnt ihr euch natürlich jedes Mal neu überlegen, was muss ich jetzt machen oder was will ich jetzt machen, um dieses Outcome zu generieren. Weil es verändert sich. Mal ist es die Ideen und Konzepte ausarbeiten und danach denkt man, man will den Social Media Kanal pushen. Dann kommt man aber nach Woche 3 oder Monat 3 auf die Idee, ich brauche gar kein Social Media, ich gehe an die Unternehmen ran. Ich brauche gar keine 1000 Follower, ich brauche einfach nur ein paar zahlende Kunden. Und es verändert sich. Was sich verändert, sind die Aufgaben, aber der Block in jeder Woche bleibt gleich. Ich hoffe, ich habe das gut vermitteln können. Das heißt, nochmal, Schritt 1, schreibt alle Aufgaben, alle Ideen auf, die ihr machen wollt und umsetzen wollt. Schritt 2, gruppiert diese Aufgaben und Informationen nach einem konkreten Outcome, Chunking. Ja? Jetzt habt ihr diese Zeitblocks, diese Blöcke und die könnt ihr jetzt erstmal kalkulieren. Wie viel Zeit brauche ich dafür? Pro Woche, einmalig, es ist eine Sache, die ich vielleicht einmal im Jahr nur mache. Und jetzt überlege ich, wie integriere ich diese Zeitblocks, also diese Blöcke,
in jede Woche, damit ich das Gefühl habe, also vor allem auch realistisch in jede Woche, nicht sich überwältigen, überfordern mit, ich arbeite von 10 bis 19 Uhr und von 19 bis 0 Uhr mache ich dann mein Side-Hustle und von 0 Uhr bis 2 Uhr koche ich noch was. Das sind unlogische Zeitblöcke, die niemand einhält. Also natürlich soll es auch realistisch sein. Jetzt plane ich die Dinge in die Woche ein. Und wenn ich das jetzt einmal auf Blatt Papier habe, wenn ich einmal meine Woche einmal ausgestaltet habe und weiß, Montag und Mittwoch und Freitag mache ich das, Mittwochabend von dann bis dann mache ich das und Samstag ist das mein Outcome, unter der Woche mache ich hier und hier folgende Sachen, da habe ich einen Timeslot, um gewisse Erledigungen zu machen, da habe ich einen Timeslot für gewisse Anrufe, die ich jede Woche machen will und so weiter. Hand aufs Herz, fühlt sich das nicht besser an, als all diese kleinen Aufgaben in diesen Zeitblocks jede Woche sich aufzuschreiben und eine Riesenliste vor sich zu haben und jedes Mal neu zu überlegen, was mache ich jetzt, was muss ich jetzt machen, habe ich jetzt Bock zum Sport zu gehen, sollte ich jetzt lieber einkaufen gehen oder die Wohnung staubsaugen oder meine Kundencalls machen. Das heißt, das Prinzip des Chunkings ist nicht nur eine Visualisierungstechnik, mit der wir einfach eine übersichtliche Woche gestalten, sondern ich bin sogar der Meinung, dass uns das motiviert, an die Dinge ranzugehen, weil wir nicht denken, Gott, wir haben 13, 14, 15 Aufgaben vor uns, sondern hier ist eine konkrete Aufgabe, ein konkretes Outcome. Ne, das Beispiel vom Anfang an. Wir gucken auf die Hand und sehen nicht 15 verschiedene Pillen, die wir erstmal zählen müssen, sondern wir sehen 3 Pillen. Pille 1, 2, 3. Und wir wissen genau, wo wir sind. Wir wissen genau, welche Pille dran ist. Wir wissen genau, welcher Zeitblock gerade dran ist. Das nimmt uns dieses Gefühl von Stress. Es nimmt uns das Gefühl von Überforderung. Und das ist das, was ich erzeugen will. Plus, jedes Mal, wenn wir gerade an etwas dran arbeiten, vergessen wir nicht das Große und Ganze. Wenn wir an einem To-Do arbeiten, wenn wir zum Beispiel sagen, wir bauen gerade unsere Website auf. Na, da finde ich mich immer wieder drin. Eine Website aufbauen. Wenn wir jetzt nur die Aufgabe sehen, oh, ich muss die Website aufbauen, ich muss die Website aufbauen, ich muss die Website aufbauen, scheiße, ich muss die URL sichern, ich muss die Website gestalten, ich muss den Text schreiben, ich will die Bilder hochladen, erst muss ich die Bilder machen, dann kann das schnell dazu führen, dass wir uns überfordert vorkommen, allein anhand dieser Aufgabe. Weil unsere einzige Referenz ist, diese Aufgabe fertig zu bekommen. Wenn wir uns aber bewusst machen, dass unsere Hauptaufgabe nicht darin besteht, unsere Website zu designen, es sei denn, wir sind Website-Designer, sondern ich will mein Side-Hustle gestalten oder ich möchte Kunden gewinnen. Angenommen, es wäre ein eigener Blog für sich, ich möchte neue Kunden gewinnen. Dann ist die Website ein Schritt auf dem Weg dahin. Und manchmal passiert dann Folgendes. Manchmal merke ich auf dem Weg, meine Website muss gar nicht so konkret ausgestaltet sein. Meine Website muss gar nicht so perfekt sein, um, wenn ich an mein Outcome denke, neue Kunden anzusprechen, neue Kunden zu erreichen. Das heißt, auch auf dem Weg dahin fangen wir an, flexibler zu denken. Wir fangen an, Outcome-orientiert zu denken, statt in Aufgaben zu denken. Und da denke ich immer wieder an die 80-20-Rule, das Pareto-Prinzip, dass du mit 20% deiner Sachen, mit 20% deiner Aktivitäten 80% deines Outcomes generieren kannst. Und umgekehrt bräuchtest du weitere 80% deiner Energie oder Gedanken oder deines Tuns, um deine 20% fein zu tunen, ne? Um diese 20% mehr rauszuholen. Und dementsprechend ist es so, wenn wir in Blöcken denken, passiert dann Folgendes, dass häufig reichen 20-30% der Dinge aus, um einen riesengroßen Schritt nach vorne zu kommen. Wir müssen meistens gar nicht alles umsetzen. Wir müssen gar nicht die Website perfekt gestalten. Wir müssen gar nicht 100 Kunden anrufen. Manchmal reichen 3 Anrufe. Manchmal reichen 5. Und das ist der Vorteil des Chunkings. Plus, wir empfinden kein Overwhelm. Deswegen zeigen wir dem Overwhelm den Finger, den Mittelfinger. Wir sind nicht gestresst. Wir wissen jede Woche, an was wir arbeiten. Wir fühlen uns nicht überfordert. Wenn uns jemand fragt, was machst du nächste Woche, dann können wir ganz konkret sagen, Montag, Mittwoch, Freitag mache ich Folgendes. Und das gibt uns, glaube ich, das Gefühl, im Leben voranzukommen. Das gibt uns das Gefühl, dass wir die Zügel in der Hand haben und nicht die Aufgaben uns versklaven und vordiktieren, was wir jeden Morgen und jeden Tag machen. Das ist das Prinzip vom Chunking. Und ich glaube, dass wir so es schaffen können, aus 1000 Aufgaben vielleicht 3 bis 4, 5 Bereiche des Lebens zu definieren, die wir jede Woche voranbringen und was uns auch wirklich hilft, jede Woche in dem voranzukommen, was uns wirklich wichtig ist, was wir verändern wollen, statt im Flut der Aufgaben unterzugehen. Alright Leute, das war's von mir. Das war das Chunking. Ich hoffe, dass das Prinzip, so einfach es auch ist, so simpel es auch ist, euch hilft, euer Leben einfach anders zu gestalten. Denn meistens ist einfach eine Umformulierung, eine andere Strategie, eine andere Perspektive dafür verantwortlich, dass wir uns anders fühlen mit den gleichen Aufgaben, in der gleichen Situation. Also nochmal, Hausaufgabe für diejenigen, die eine Hausaufgabe haben wollen.
Ja, Hausaufgabe ist zu dämlich an. Eine kleine Challenge für diejenigen, die eine kleine Challenge haben wollen. Erstens, setzt euch die Woche hin, wenn ihr es jetzt nicht schon gemacht habt und jetzt nicht die Zeit dafür habt, und schreibt euch alle Ideen und alle Aufgaben auf, Dinge, die ihr kreieren wollt. Was wollt ihr alles erreichen? Ja, schreibt euch alles auf. Was wollt ihr machen? Was wollt ihr verändern? Was müsst ihr tun? Schreibt euch alle Aufgaben auf. Dann, Schritt 2, diese Dinge zu kategorisieren. Also, chunken. Ja? Das Chunking beginnt jetzt an dieser Stelle. Welche Dinge kann ich sortieren, clustern nach verschiedenen Zeitblöcken? Jetzt habe ich diese Blöcke, jetzt gebe ich denen auch einen konkreten Timeframe, weil ich weiß, das mache ich dreimal die Woche und es dauert dreimal die Woche jeweils 90 Minuten. Oder dafür brauche ich einmalig, keine Ahnung, 2 Tage. Und jetzt nehmt ihr diese Blöcke und installiert sie in jede Woche. Wann macht ihr jeden Zeitblock jede Woche? Montags, mittwochs, freitags von 9 bis 10. Oder jeden Mittwoch und Samstag von 18 bis 20 Uhr. Jetzt habt ihr eure Idee, eure Aufgaben in ganz konkrete Dinge verwandelt, in die Realität gebracht. Und ich denke, jetzt steht euch dann nichts mehr im Weg, diese Dinge umzusetzen. Und wenn ihr merkt, ey, dieser Zeitblock passt mir so nicht, ich bin nicht so dedicated oder ich merke, das ist zu viel oder zu wenig. Das Coole an diesen Zeitblöcken ist, ihr könnt sie natürlich variieren. Viele haben Angst, wenn ich das jetzt einmal auf Papier bringe, muss ich mich daran halten, ich kann es nie wieder verändern. Natürlich könnt ihr es verändern. Das ist euer Leben. Ihr habt die Zügel in der Hand. Es ist flexibel. Und danach könnt ihr es auch anpassen und es so organisieren, wie es für euch am besten passt, dass ihr jede Woche am besten so weiterkommt, dass ihr am Ende der Woche nicht ausgelutscht und ausgelaugt seid, sondern motiviert seid, die nächste Woche weiterzumachen. Das ist ganz wichtig. Alright, ich düse jetzt ab zum Sport. Ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche und wir sehen uns nächste Woche Montag wieder um 8 Uhr hier beim Monday Morning Coffee Talk. Und seid gespannt, was kommt. Ich werde die Formate ein bisschen anpassen, ändern eventuell. Ich bin gerade in der Brainstorm-Phase und mal sehen, was passiert. Also, ich wünsche euch alles Gute, genießt die Woche und wir sehen uns next week. Peace out. Hey, bevor du gehst, wenn dir diese Session gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Like von dir. Ich beantworte gerne deine Kommentare und was natürlich super, super sweet wäre, ist, wenn du diese Session mit deinen Freunden und Followern auf deinen Instagram-Kanälen teilst, weil ich glaube, jeder von uns braucht diesen wöchentlichen Wake-up-Call. Und by the way, wenn du Lust hast, wie andere live bei jeder Session dabei zu sein, dann werd Teil meiner Coffee-Fam auf Patreon, weil dann bist du nicht nur live in jeder Session dabei und committest dich, jede Woche ein Stück voranzukommen, sondern ich kann sogar deine Fragen beantworten und auf deine individuelle Situation eingehen. Also, wenn du Bock hast, klick auf den Link in der Beschreibung und werd jetzt ein Patron, also Teil meiner Coffee-Fam. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Make it count, dein Arvid.